Seit 2 Jahren beschäftigt sich die Regierung mit der Pandemie und erließ Vorschriften wie Maskenpflicht, Versammlungsbeschränkungen, Lockdowns, Quarantänezeiten und sogar ein Einreiseverbot für die eigenen Bürger. Menschen in Hongkong unterliegen diesen strikten Beschränkungen mit dem Ziel, lokale Ausbrüche, insbesondere des mutierten Viruses, einzudämmen. Am 3. Januar veranstaltete ein Politiker nun zu seinem Geburtstag eine große Feier, während sich der Rest der Bevölkerung zurücknehmen muss. Von 18 bis 23.30 Uhr feierten über 170 Gäste, darunter hohe Regierungsbeamte, Abgeordnete des Legislativrats, Radio- und Fernsehreporter, Universitätsverwalter und sogar der neue Präsident der Internationalen Vereinigung der Antikorruptionsbehörden ICAC, Simon Bakwanlo. Ein Gast, der angab, erst nach 21.30 Uhr eingetroffen zu sein, wurde später positiv mit der Omikron-Variante diagnostiziert. Regierungschefin Carrie Lam erfuhr von dem Vorfall und hielt eine Pressekonferenz ab, um die Details zu erläutern. Gäste, die in dieser Nacht nach 21.30 Uhr anwesend waren, unterliegen der Quarantäne. Anwesende, die vor 21.30 Uhr die Party verließen, sind davon ausgenommen. Wirklich niemand hätte erwarten können, dass die Wirkung dieser Geburtstagsfeier so groß werden würde. Jetzt lernen wir, wie man das Wort Geburtstagsfeier auf Kantonesisch ausspricht. Geburtstagsfeier. San ja bui. Beispielsatz. Kui hoi jo go san ja bui. Er veranstaltete eine Geburtstagsfeier. Wir hoffen, dass die Pandemie bald vorbei ist und jeder ohne Einschränkungen auf Geburtstagspartys feiern kann.